Herr Parteivorsitzender, verehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde, ich darf Sie sehr herzlich zur Delegiertenversammlung für die Aufstellung der Europaliste heute hier in München begrüßen. Bitte die Plätze einzunehmen. Ganz herzlich begrüßen wir unseren Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Liebe Freunde, die Wahlen 2013 haben gezeigt, wir haben das Vertrauen der Menschen. Wir haben einen weiß-blauen Doppelsieg erzielt. Doppeltes, starkes Vertrauen. Und wir nehmen einen Auftrag an. Wir freuen uns über die gute Stimmung in Bayern. Die Trends, die wir verspüren bei den Neujahrsempfängen, bei den vielen Veranstaltungen, bei den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern. CSU pur in Bayern und die christlich-soziale Handschrift in Berlin. Und es geht ohne Pause weiter in das nächste Wahljahr 2014. Wir wollen die Koalition mit den Bürgerinnen und Bürgern fortsetzen, bei der Kommunalwahl und bei der Europawahl. Die CSU ist die einzige Partei für Bayern, die die Interessen auf allen Ebenen vertreten kann. In den Kommunen, im Freistaat, in Deutschland und in Europa. Es heißt arbeiten für Bayern und Deutschland stark in Europa. Und das eben auf allen Ebenen, und das ist das Erfolgsgeheimnis der CSU. Deshalb ist Bayern Spitze in Deutschland und Deutschland ist Spitze in Europa. Und wir sind die Spitzenregion in Europa, und diesen Stolz können wir auch in vielen Gesprächen mit den Mittelständlern, mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, mit den Bürgerinnen und Bürgern hautnah spüren bei unseren Veranstaltungen. Bei der Europawahl am 25. Mai geht es darum, wie stark ist Bayern in Europa. Wir wollen möglichst viel Bayern in Europa, und stellen Sie sich einfach diese bayerische Landkarte vor. Zu jeder Region haben wir einen CSU-Europäer, der die regionalen Interessen kennt und sie im Parlament vertreten kann, und das bringt keine andere Partei auf. Die linken Parteien wollen deutsche Steuerzahler und Rentner noch mehr in Haftung nehmen, noch mehr Unterstützung für die europäischen Schuldenländer. Reden und Realität, und wir werden das im Wahlkampf deutlich aufzeigen. Sonntagsreden zum einen und Abstimmungsverhalten im Parlament zum anderen. Andere zerstrittene Splitterparteien wollen raus aus Europa, wollen raus aus dem Euro. Beides wäre fatal für Bayerns Wirtschaft und Bayerns Arbeitsplätze. Zwischen blinder Europabegeisterung und blindem Anti-Europa-Kurs gibt es nur eine sinnvolle Alternative. Es ist eine möglichst starke CSU in Europa. Wir sind überzeugte Europäer, deswegen wollen wir ein besseres Europa. Wir wollen ein starkes Europa, aber auch ein schlankes Europa. Wir wollen ein bürgernahes Europa und keine abgehobene Eurokratie. Wir wollen ein Europa der Regionen und keinen Zentralstaat. Wir wollen ein Europa für Frieden, Freiheit und Solidarität, aber wir wollen auch ein Europa mit Vernunft und Augenmaß. Wir haben in der CSU eine unglaubliche Kraft, wir haben engagierte Mitglieder, das Vertrauen der Menschen, wir sind verwurzelt in der Bevölkerung und wir haben wie keine andere Partei uns so verschrieben für unsere Heimat und unser Land. Damit wollen wir die Erfolgsgeschichte Bayerns weiterschreiben. Wir wollen, dass Bayern stattfindet mit seinen Interessen im Europäischen Parlament, und deswegen freue ich mich auf die Wahlkämpfe. Wir sind gut vorbereitet. Ich freue mich auf die Erfolge für die CSU auch in 2014, und dazu nehmen wir heute den Anlass, den Grundstein zu legen mit einer kraftvollen Europaliste, gemeinsam mit unserem Ministerpräsidenten Horst Seehofer, gemeinsam mit allen Mandatsträgern auf kommunaler Ebene, mit unseren Abgeordneten in Bayern und in Berlin und dann für ein starkes Europa in Brüssel und in Straßburg. Wir werden jetzt die Rede unseres Parteivorsitzenden hören, im Anschluss die Rede des Vorsitzenden der Europagruppe, Markus Ferber, und dann werden wir in den Wahlakt einsteigen. Dazu wird es noch ein paar Formalien geben, aber ich möchte euch einladen, einfach jetzt auch das starke Signal auszustrahlen, Ja zu Europa,
aber zu einem besseren Europa. Das Wort hat unser Parteivorsitzender Horst Seehofer.